Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Splinter Cell. Wir schleichen hier durch die CIA, um einen Maulwurf zu finden. Und haben uns in der letzten Folge schon den Code hier geholt. Ich muss nochmal gerade gucken. Das war die 110598. In dem Raum schleichen noch zwei Herren durch die Gegend. Und ahnen nichts davon, dass wir hier sind. Ich speichere schon mal. Jetzt wird's noch mal knifflig. Okay. 0J8675307 0J8675308 0J8676 Moment. Ah, die Gänge Mann. Sind zu breit. Okay, 0J8675305. Sie dürfen hier gar nicht sein. Okay. Deswegen meinte ich, wir speichern nochmal. Das ist echt knifflig hier jetzt. Weil ich absolut keinen Peil habe, wie ich hier vorbeikomme an den Typen. Weil Lichter ausschießen ist ja nicht. Das war's nicht. Ich habe gedacht, vielleicht hält er sich oben am Regal fest. Und der Gang hier, die Gänge sind glaube ich auch ein bisschen zu breit, um sich hier zwischen festzuhangeln mit den Beinen. Oh, der Typ guckt mich schon an. Oh mein Gott. Weg. Tja, warum einfach, wenn es auch publiziert geht, ne? Miese Sache. Das verstehe ich alles nicht. Was? Oh nein. Kommen Sie mit erhoben. Keiner registriert das, wenn ich direkt daneben einen niederschlage. Aber der, hier sind Sie mit Schirm. Ist doch nicht wahr. Das Level lief bis jetzt echt super. Es scheint echt was kniffliger zu werden. Und ich muss echt sagen, das kann nicht sein. Dann muss ich den Tuppis halt woanders niederknüppeln. Schnappen muss ich mir glaube ich so oder so. Weil... Ich glaube, ich habe nee. Was gesehen. Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Jetzt habe ich ihn aus dem Konzept gebracht. Ich lade nochmal. Gibt's ja nicht. Ich meine, die schlimmste Folge war bis jetzt die Ölplattform. Ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr getoppt. Das ist nicht mehr zu toppen. So wie ich da um mich geschossen habe. Aber naja. Geh mal gerade eine Runde spazieren mit deinem Kollegen hier, ne? Also weiter weg kann ich den jetzt gar nicht K.O. hauen. Aha. Ich wollte schon sagen, nicht, dass der jetzt gleich wieder kommt. Ich wollte ihn doch nicht. Und direkt seinen Alarmknopf in die Tür. So, gut versteckt. Wir drücken Speichern. Ja, Speichern. Ich glaube, hier kommen wir nicht drüber.
in unsere Richtung. Schatten uns. Ich speichere aber nochmal, weil ich stehe völlig im Dunkeln. Ich auch immer nur einen Millimeter, oder? Jawohl. Alles klar, ich speichere hier schon mal an der Stelle. Weil ich bin jetzt auch noch da hoch. Und wenn ich hier mitten im Weg liegen lasse, ist das naja. Suboptimal. Wegen Alarm und so. Doof ist, in dem Level darf man keinen Alarm auslösen, und wenn man einen Körper nicht gut genug versteckt und es wird nachträglich Alarm ausgelöst, was geht, hat man echt verloren. Dann muss man das ganze Level von vorne spielen. Ich speichere nochmal. Das können wir aber, glaube ich, hier durchflitzen. Speichern wir nochmal. Ein Gewehr. Schön. Ringflächengeschoss, Haftkamera und ein Taser. Einer? Alles einmal, ja. So, haben wir sonst noch was hier? Zum Beispiel meine Pistole. Kriege ich natürlich nicht, aber ich kriege ein Gewehr mit tödlicher Munition. Ist ja lustig. Ich speichere gerade nochmal. Ich weiß, ich speichere viel, aber das macht nichts. Lieber zu viel als zu wenig. Ja, schätze schon. Kennst du jemanden, der verletzt wurde? Mann. Na, wo laufen wir hin? Ja, lass den mal da hochlaufen. Das ist schon völlig in Ordnung. Solange der mir nicht hinterherläuft, ist mir das egal. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimstot hier wartet und wird das Lag verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Okay, ich muss mir... Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Aber der dreht sich genau dahin. Da muss ich rein. Da ist der Typ mir ja noch egal gegen, aber der... Und dann muss ich mich gleich echt sputen. Nachtsicht aus. Super scheiße gelaufen jetzt. Ich mich jetzt hier raus. Ein Eindringling! Ja, ja, genau. Komm, geh mal weg. Ich hoffe nur, der andere Typ kommt jetzt nicht zu schnell wieder um die Ecke. Das würde meine Pläne ein wenig durchkreuzen, aber nein. Wunderbar. Ich wäre dir dankbar, wenn du dich nicht so ins Helle legen würdest. Ich glaube, ich sehe was. Wer war das? Wer sieht was? Der da hinten in der letzten Ecke oder was? Oh wei. Ist er vorbei?
muss da irgendwo ablegen, wo die nicht direkt gucken. Ich glaube, er ist der Einzige, der noch herumwandert. Zugangscode. Natürlich nicht. Das ist blöd gelaufen. Wer hat den denn? Ich sehe irgendwo auf dem PC steht. Der Wachtyp hat aber auch nichts bei sich. Der Typ hatte auch keine Tasche dabei. Vielleicht der Typ da hinten. Vielleicht weiß der was. Ja, deswegen gucke ich halt immer, ob ich die Leute verhören soll oder nicht, weil man weiß halt nie, wer was. Welche Info hat hier? Das ist natürlich jetzt echt mies, weil ich nicht weiß, wo der Typ abgeblieben ist. Oh Mann. Ich glaub, da kommt er. Kommt er auch hier rüber? Hallo? Mach das Licht wieder an! Ich guck mal gerade auf den Stick, aber da wird nichts draufstehen. Nee. Mein Freund. Immer mit der Ruhe. Und du weißt anscheinend auch nichts. Verdammt. Tasche hast du auch nicht dabei, ne? Ne, okay, dann kann ich auch wieder laden und zurückgehen. Tja. Ist jetzt blöd gelaufen. Ich versuch's mal mit dem Typen da vorne. Mit unserem netten Wachmann. Dabei. Verdammt. Wo bleibt denn da noch? Der einzige, den ich jetzt nicht hatte, war der Typ, der oben in dem Serverraum ist. Naja, ich würde sagen, wir finden das in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.